Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, meine Augen sind noch ungeschminkt und ja, das hat den Grund, denn ich möchte gerne mit euch diese Palette hier testen. Das ist die Essence Into the Glow Palette. Die habe ich auch noch nicht verwendet, noch nicht geswatcht und bin schon mega gespannt. Neben der Palette habe ich auch noch ein paar andere Produkte. Also wenn ihr Bronzer und Mascara interessant findet, dann bleibt auf jeden Fall dran. Da habe ich auch zwei neue Produkte, die hier eingezogen sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auf jeden Fall mit dem Augenlook. Ja, als erstes nehme ich jetzt hier mal so ein transparentes Puder und einen Schwamm hier und tupfe mir hier so ein bisschen was unter das Auge auf, damit, falls es Fallout gibt, ich das dann einfacher wegwischen kann. So sieht das Ganze jetzt mal ohne der Folie aus und ich finde, es sind sehr, sehr schöne Farben dabei. Hier haben wir einmal sechs Highlighter, vier Blushes, drei matte und einen so einen schimmernden. Und wir haben hier unten eins, zwei, drei matte Farben. Also das hier und das hier sind matte Farben, der Rest ist alles schimmernd, mal mehr, mal weniger. Ja, was mir jetzt hier drin in der Palette fehlt, ist ein weißer Ton. Und dann nehme ich hier einfach von Essence einen aus dem Me and My Umbrella LE und gehe einmal komplett übers Lid. Ich schaue übrigens immer in die Richtung, weil ich da meinen Spiegel stehen habe. Und jetzt gehen wir in den Farbton Bare hier oben. Und gehe damit einmal mit der 228 von Zoeva in meine Crease. Ich glaube, man kann es auch schon erkennen, der Farbton ist sehr dezent. Dann nehme ich den gleichen Pinsel und gehe in den Farbton Blossom, das ist der hier unten, und gehe damit ins äußere V vom Lid. Jetzt nehme ich mir hier von Zoeva so einen flachen Smoky Shader und wie man sieht, den habe ich auch schon häufiger verwendet und da verwende ich jetzt hier von BH Cosmetics so eine Dose, da ist so ein Pad drin und da kann man praktisch das Pigment, das lose Pigment, was an den Pinselhaaren noch ist, praktisch abmachen und dann hat man zwar keinen strahlend sauberen Pinsel, aber es ist kein Pigment mehr dran, was abgehen kann. Und damit ist er wieder einsatzfähig. Und jetzt gehe ich in den dritten matten Ton hier rein, in die Farbe Night. Und hier kommt schon gut Pigment dran. Und gebe mir den hier außen einmal hin. Next level. Next level.
Dann nehme ich mir nochmal den 228, gehe nochmal in den Farbton Blassen und verblende das hier oben einmal. Hier sieht man jetzt natürlich auch das Fallout und ich hoffe, ich kriege das alles wieder rückstandsfrei weg, aber normalerweise sollte das passen. Und was man hier halt auch merkt, also die dunklere Farbe, die blendet man sich auch schon so ein bisschen wieder weg, gerade hier auf dem Auge. Gehen wir hier in den Farbton rein, das ist der Farbton Bier. Und dann nehme ich mir hier so einen Schwammapplikator, mache den auch wieder kurz ein bisschen sauber. Nehme mir hier das Pigment auf und trage mir das hier vorne so auf. Den Pinsel und verblende das einmal hier oben hin. Und mit dem Flachen von gerade gehe ich einfach nochmal hier so ein bisschen rein. Nochmal den flachen Pinsel und nochmal den hellen Essence-Lidschatten. Und gehe hier oben einmal entlang, einfach um das nochmal ein bisschen zu säubern und zu verblenden. Dann nehme ich mir hier so einen fluffigen Pinsel und versuche das jetzt mal ordentlich hier wegzustreichen. Dann nehme ich mir hier so einen flachen Smudger-Pinsel, das ist die 226 von Zoeva. Gehe nochmal in den Farbton, nehme mal Blossom. Und dann nehme ich mir jetzt noch einen kleinen Spiegel zur Hilfe. Und setze mir den hier unten und das am unteren Wimpernkranz. Und dann nehme ich mir hier so einen Luxe Pencil, die 230 von Zoeva, und gehe in den Farbton Bär nochmal und blende das hier unten einmal aus. Dann kommen wir mal zu einem Highlighter und da werde ich jetzt den Farbton Fairy hier nehmen. Und werde mir den in den Augenwinkel setzen hier. Den werde ich mir jetzt mal ansprühen. Dafür nehme ich mir hier von Essence, habe ich mir hier auch mitgenommen, so ein Fixing Spray. Gehe ich nochmal in den Farbton rein und sprühe mir das jetzt einmal an. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt ist es wesentlich besser. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Also jetzt hat man hier wirklich so einen kleinen Glow. Ja, dann nehme ich mir den Farbton Diamond und setze mir den unter den Augenbrauenbogen.
Und den probiere ich jetzt auch nochmal in dem inneren Augenwinkel. Auch nochmal angesprüht, weil ich glaube, der könnte vielleicht fast noch ein Ticken besser sein. Ja. Seht ihr das? Der passt auf jeden Fall besser. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Bronzer. Da habe ich mir einen neuen geholt und zwar hier von Maybelline den City Bronzer, Bronze und Contour Powder. Der sieht so aus. Schöner Farbton, gefällt mir richtig gut. Und da werde ich jetzt hier so einen schmalen Pinsel verwenden. Und zwar ist das der Luxie 522 Tapered Highlighter. Ich verwende den jetzt nicht für Highlighter. Für Highlighter finde ich den ehrlich gesagt nicht so gut. Also der Farbton hier von dem Maybelline Bronzer gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Er ist schön dezent, nicht zu intensiv. Lässt sich auch schön aufbauen, wie ich finde. Also man hat nicht gleich so eine fette Ladung Produkt an einer Stelle. Was ich echt gut finde. Also der gefällt mir schon mal gut. Also ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön. Er ist schön dezent. Passt zu meiner hellen Haut. Ich habe hier auch den Light Cool 100. Ich glaube, der andere, der ist ein bisschen wärmer und ja, passt dann, denke ich, besser auch für die dunkleren Hauttypen. Aber der gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Ja, dann kommen wir zum Blush und dann nehmen wir auch wieder die Essence Palette her und den Pinsel hier, der in der LE dabei war. Und ich denke, wir werden jetzt den Farbton, ich bin jetzt sicher, den dunklen oder den. Ich glaube, wir nehmen Rosy. Das Pfännchen ist natürlich schon sehr, sehr klein. Ich stupse mir den immer einmal so am Handrücken ab. Doch, gefällt mir gut. So Blush-Produkte finde ich von Essence eigentlich immer ganz gut. Also da habe ich bis jetzt noch keins gehabt, was mich enttäuscht hat. Ja, jetzt habe ich schöne rosane Wangen. Schaut in der Kamera irgendwie etwas intensiver aus, als es jetzt im echt ist, finde ich. So, ich nehme jetzt hier einmal noch mal mein transparentes Puder und diesmal einen Pinsel und gehe da so ein bisschen rein und setze mir den hier einmal so ein bisschen unter die Kontur. Einfach um das nochmal ein bisschen so sauberer zu machen. Jetzt nehme ich mir noch einmal den fluffigen großen Pinsel und gehe hier einmal so drüber. Einfach, dass die Übergänge so ein bisschen weicher sind, dass es nicht ganz so balkig ausschaut. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zum Highlighter. Und für den Highlighter nehme ich mir hier den Luxe Powder Fusion Pinsel hier von Zoeva. Und den liebe ich für Highlighter. Ich habe den jetzt auch nochmal ein bisschen in der Dose sauber gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal in den Farbton Fairy. Und tragen uns den jetzt hier einmal auf. Man sieht es, glaube ich, schon ganz gut. Es hat doch einen schönen Glanz dazu auf der Wange. Also das gefällt mir echt gut. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich mir den Light Chaser noch drüber geben soll. Das ist der hier. Oder ob mir den Ice Ice Berry jetzt drüber geben sollen. Ich glaube, wir nehmen den Ice Ice Berry, weil der ist schon sehr speziell. Seht ihr das? Wir probieren es. Ja, also er hinterlässt halt schon so einen grün-blauen Schimmer. Ja, als Highlighter ist der mir ein bisschen zu... Naja, was ich jetzt aber noch machen möchte, ist, also mir gefällt das Augen-Make-up irgendwie noch gar nicht. Ich gehe jetzt hier in den Farbton Fair hier unten, das ist der hier. Und
gebe mir den hier einfach noch mal so ein bisschen auf. Ja, Lidschatten. Ich weiß nicht. Also mir gefällt es nicht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Sie sind sehr, sehr pudrig. Sie lassen sich schwer auftragen. Also sie werden halt fleckig. Also die Schimmertöne, das glaube ich, geht noch ganz gut. Aber der matte, dunkle Ton, nee, der gefällt mir irgendwie nicht. Aber jetzt machen wir mal das Augen-Make-up fertig. Ich gehe mir jetzt hier einmal mit so einem hellen Stift hier an den... Ja, dann kommen wir zum Fixing Spray nochmal. Und das werde ich mir jetzt einmal ins Gesicht sprühen. Also kennt ihr das? Wenn ihr das erste Mal sowas ins Gesicht sprüht, habt ihr da auch so ein bisschen Bammel vor, wenn ihr das Produkt noch nicht kennt? Ich schon. Holla die Waldfee. Das kommt rausgespritzt. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe momentan sehr, sehr trockene Augenlider. Und da, wo das Produkt drauf gekommen ist, brennt es jetzt. Das ist nicht angenehm, muss ich sagen. Gefällt mir daher nicht. Mag ich sowas nicht. Das habe ich mit meinem anderen Produkt nicht, dass die dann so brennen, wie es jetzt aktuell ist. Also das taugt mir überhaupt nicht. So, ich habe jetzt nochmal ein anderes Fixing Spray geholt, weil ich finde, es ist nicht überall gleichmäßig hingekommen. Ja. Ja, da muss ich sagen, fürs Gesicht, nee, werde ich das nicht nochmal hernehmen. Das gefällt mir nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Mascara. Ja, ich trage mir jetzt einmal hier die Mascara auf. Und zwar ist es auch eine neue. Die habe ich nämlich letztens im Aufsteller bei DM entdeckt. Und zwar ist es eine Maybelline New York Snap Mascara. Und zwar soll die einfach aufzutragen und einfach abzuschminken sein. Und ich habe die jetzt schon ein paar Mal verwendet. Und da muss ich echt sagen, vom Auftrag einfach ist anders, meiner Meinung nach. Aber vom Abschminken her geht es wirklich ratzfatz. Also ich habe nicht so das Problem wie mit anderen Mascaren, dass es halt länger drauf bleibt und dass man halt viel mehr abwischen muss und mehr Wattepads braucht. Also das geht mit der wirklich schnell. Und jetzt tragen wir die einmal auf. Es ist halt jetzt wirklich eine leichte Mascara, das ist jetzt nichts so, was Vera Boom macht im Endeffekt. Aber sie trennt die Wimpern schön, sie gibt schön Farbe ab. Und das gefällt mir an der. So, ich habe mir jetzt noch schnell die Lippen gemacht und habe hier von NYX einen. Und zwar den NYX Lip Tease Lip Lecker in der Farbe Strawberry Whip. Und da muss ich sagen, gefällt mir der Applikator überhaupt nicht. Der ist in der Mitte so wie so wie so eine 8, kann man nur sagen. Es ist in der Mitte dünner und da sammelt sich extrem viel Produkt und ich habe schon mal mit dem Applikator aufgetragen und wenn ihr sehen könnt, der ist hier vorne so ein bisschen dicker und damit eine Kontur zu ziehen, never ever. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach so ein Pinselchen genommen und mit dem klappt das ganz gut. Und ja, die Farbe an sich finde ich richtig schön. Ich muss sagen, ich habe den jetzt noch gar nicht getragen eigentlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie lange der haltbar ist. Also von der Konsistenz her ist der richtig schön, gefällt mir richtig gut. Und ja, so. Zum Gesamtbild muss ich sagen. Also das Augen, ja die Augen, die Lidschatten gefallen mir jetzt nicht so gut. Klar, wenn man natürlich ein paar High-End-Paletten hat und die funktionieren halt einfach, ist es was anderes. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr vergleichen, aber man weiß, dass Essence das auch besser kann, meiner Meinung nach. Und ja, die Lidschatten sind sehr pudrig, wodurch sich das sehr, sehr schwer auftragen lässt.
wodurch halt auch die Farben so hin und her wischen. Und ja, also der Schimmerton ist eigentlich ganz schön, kann ich mir gut für ein Alltags-Make-up vorstellen. Aber die matten Töne sind mir zu wenig. Also man hat halt wirklich bloß diesen dunklen Ton, um das ein bisschen abzudunkeln. Also da hätte ich so ein dunkles Braun irgendwie noch gerne drin gehabt. Und ja, Blush gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also da den wir ausprobiert haben, das war ja der Rosy. Der hier, der gefällt mir richtig gut. Fairy gefällt mir auf den Wangen als Highlight auch sehr gut. Der Blauton ist natürlich schon sehr, sehr speziell, muss man sagen. Und ja, so an sich ist es eine schöne Palette. Für den Preis kann man da absolut nichts sagen. Ich finde es vom Design her richtig schön und ich werde sie mir hier oben irgendwo hinstellen, weil sie mir da vom Design her einfach mega gut gefällt. Und ja, die Mascara, habe ich ja gesagt, habe ich schon ein paar Mal verwendet. Abmachen ist wirklich sehr, sehr leicht. Es ist halt eine Alltagsmascara. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich habe jetzt zu den dunklen Augen, jetzt würde sich eine andere Mascara, glaube ich, besser machen. Einfach die, die mehr Volumen gibt. Aber ansonsten eine wirklich schöne Mascara. Und der Bronzer, der gefällt mir richtig gut. Also den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der gefällt mir richtig gut. Es kostet 6,95 € oder so. Also wenn ihr den Hatti Bronzer nicht bekommen habt, dann schaut euch den auf jeden Fall mal an. Der ist auch so schön aschig und gefällt mir wirklich richtig gut. Ja. Ja, meine Lieben, dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!